War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons, petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Schönen guten Tag, YouTube. Livaria hier für die Wakeshed Warriors. Ich habe ein Geständnis zu machen. Und zwar bezeichne ich mich ja generell als Gamer, wie ihr alle wisst. Aber es gibt eine ganze, ganze Menge Spiele, die gemeinhin als ziemlich kultig angesehen werden, die ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. Das kommt unter anderem daher, dass ich meine Kindheit vor allem mit Konsolen verbracht habe und Mario und Konsorten gespielt habe und den PC immer so ein bisschen sträflich behandelt habe. Ja, daher kommt es, dass ich zum Beispiel dieses wunderbare Spiel hier noch niemals gespielt habe. Fallout 1 ist das Spiel. Ich habe mal versucht, auf meinem Hauptkanal, auf dem Stream, den ich habe, versucht ein wenig Sachen aus meiner Kindheit aufzuholen, mit Sachen aus meiner Kindheit aufzuholen. Das Ganze nannte sich damals Nerd Catch-Up. Das habe ich aber relativ schnell verworfen, weil ich meinen Channel ein bisschen umstrukturiert habe. Und jetzt kam mir die Idee, ich könnte das Ganze doch einfach mal auf in unserem Wackshit Warriors Kanal wieder aufleben lassen. Und das werde ich auch tun, weil da kann ich dann auch Deutsch sprechen. Das Ganze ist für mich ein bisschen entspannter. Und ja, das erste Spiel, was ich da spielen möchte, ist wie gesagt Fallout 1. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach sofort an. Ich gucke mal gerade nochmal in die Einstellungen rein. Game Difficulty Normal ist okay, Combat Normal ist okay, Violence Level volle Kanne aufgerissen ist in Ordnung. Target Highlight on scheint okay. Combat Messages Verbis ist okay, Combat Floats, weiß ich nicht, was das ist. Language Filter machen wir aus, ist richtig. Player Running Always ist auch okay. Subtitles an, super. Item Highlight, okay. Combat Speed, Normal, okay. Text Delay, gucken wir mal, wie es so ist. Master Audio Level sollte eigentlich alles soweit in Ordnung sein. Wenn nicht, werde ich das nach ein paar Episoden sicher merken. So. Ja, jetzt kommt das Intro nochmal, das wollen wir nicht. Ich mache mal New Game. So, und zwar kann man hier einen Charakter createn, sofern ich mich recht erinnere. Jawohl. Gut. Erstmal kann ich hier hier kann ich Perks verteilen dann und hier kann ich meine Charakterpunkte anpassen, nehme ich mal an. Age 25, das ist auch mal genau mein Alter, das ist super. Male ist in Ordnung. Und hier nehmen wir mal Referia natürlich. So. Also wir haben Strength. Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck. Mal gucken, was die alle machen. Raw Physical Strength ist klar, Combat-Based. Modifies Hit Points, Melee Damage, Carry Weight. Okay. Perception, important for Sharpshooter. Sequence and Ranged Combat Distance Modifiers. Endurance ist Hit Points, Poison and Radiation Resistance, Healing Rate und Additional Hit Points per Level. Charisma ist modifies NPC Reactions and Barter Prices. Okay.
Number of new skill points per level, dialogue options and many skills ist bei Intelligence. Agility ist Action Points, Armor Class, Sequence und many skills. Und Luck ist wahrscheinlich irgendwelche RNG-Geschichten, die dann da modifiziert werden. Ne? So, ich mag ganz gerne Charaktere, die ein bisschen weniger auf Strength gehen und dafür mehr so in Richtung Intelligence und Charisma. Ich mag so diese sneaky, diese intelligenten, sneaky Deep-Klassen mache ich ganz gerne in so RPGs. Deswegen werde ich hier mal vielleicht eins runterdrehen, zwei. Mal eins runter. So, Perception war gut für Ranged Combat. Ist es noch okay? Endurance, Hitpoints, Poison Radiation. Also ich mache auf jeden Fall mal bei Agility eins hoch, weil ich gerne ein paar mehr Action Points haben möchte. Bei Intelligence machen wir einen hoch. Charisma machen wir einen hoch. Ich habe noch drei Stück. Machen wir noch einen bei Agility und noch einen bei Intelligence. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Es ist mir aber scheißegal, weil wir hier so spielen. Achso, ich kann noch einen machen. Endurance, was war das? Hitpoints, Poison Radiation Resist, bla bla bla. Perception. Oh, Perception? Ja, ich möchte eigentlich ein Fernkämpfer sein. Ja. Optional Traits, Fast Metabolism, Bruiser, Small Frame, One-Hander, Finesse, Chemikaz, Heavy-Handed, Fast Shoot, Bloody Mess, Jinxed, Good-Natured, Drug-Reliant, Drug-Resistant, Night Person, Skilled, Gifted, Small... Achso, das sind Skills, das ist nochmal was anderes. Wie viele kann ich da jetzt vergeben? Achso, die kann ich an- und ausschalten, wie ich will. Fast Metabolism. Because your body heals faster, it is not developed in normal resistance to the elements. Plus 2 healing rate, but poison resistance and radiation resistance start at 0%. Das finde ich kacke. Bruiser. Little slower, but a little bigger. Das ist nichts für mich. A small frame. You're not quite as big as the other vault dwellers, but that never slowed you down. Plus 1 agility. Your carry weight is lowered by 10 times your strength. Ist vielleicht auch nicht so doll. One of your hands is very dominant. You excel with one-handed weapons. Plus 20% chance to hit with all one-handed weapons, including melee and unarmed. But minus 40 minus 2. Finesse. Your attacks show a lot of finesse. You cause more critical hits, but you don't do as much damage. Das klingt nach was für mich. Das machen wir mal an. Ne? Irgendwie die Zeichen. Ah, so, das wird angehen. Okay. Habe ich das jetzt an- oder ausgeschaltet? Ich hoffe mal an. Gucken wir mal, was ist denn da oben? Ja, Critical Chances höher. Gut. Kamikaze. By not paying any attention to threats, you connect a lot faster in a combat turn. Plus 5 Sequence, but Armor Class is 0 unless wearing armor. Was habe ich denn für Armor Class? 7. Ne, das ist mir ein bisschen hart. Heavy-handed. Swing harder, not better. Nee, das ist nicht meins. Fast Shot, das klingt gut. Attacks faster than no, then you don't have time to make target attacks. All attacks, including melee and unarmed, cost one less action point, but you can't aim for a specific body parts. Ja, das ist ja natürlich ziemlich, wie soll ich sagen, existenziell in den Fallout-Spielen, deswegen werde ich das mal nicht anschalten. Bloody Mess. By some strange twist of fate, people around you die very violently. You always see the worst way a person can die. You never saw such violence in vault life, so this may have an unforeseen effect on your future actions. Das klingt gut, dann machen wir mal an. Jinxed! Seems to follow you everywhere. Everyone around you has more critical failures in combat. The bad thing is, so do you. All combat failures, misses have a fairly high chance of being upgraded to a critical failure. Critical miss. Good natured. You spend more time than normal studying non-combative skills. Growing up, first aid doctor, speech and barter, small guns, mechanism, blah 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 blah. Night person. Das kann ich mir schon vorstellen, was das ist. Night person plus 1 intelligence plus 1 perception zwischen 6 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Aber ich habe minus 1 Intelligence und nein, das will ich nicht.
skilled. You've spent more time honing your skills than most because you were born with less potential than most. Plus 10% zu allen Skills und plus 5 Skill Points pro Level, aber Perks nur jedes vierte Level. Normales jedes dritte. Das klingt gut. Achso, ich kann nur 2 Trades. Damit haben wir die Frage auch geklärt. Plus 1 zu Primary Statistics. Aber ich starte mit minus 10% auf allen Skills und blablabla. Ich glaube, ich lasse Finesse und Bloody Mess an. So. Skills. Was haben wir denn da schon? Small Guns, Big Guns, Energy Weapons, Unarmed, Melee Weapons, Throwing, First Aid, Doctor, Sneak, Lockpick, Steel, Traps, Science, Repair, Speech, Barter, Gambling, Outdoors, Man. Speech ist wahrscheinlich Skill of Convincing Others. Okay. Barter ist das mit den Handelspreisen dann? Better Prices, ja. Zuck. Und Sneak. Und Small Guns ist schon relativ hoch. Deswegen Lockpick. So. Options. Achso, okay, dann. Gut, mal kurz schauen, was die Zeit sagt. Ich bin schon 14 Minuten dran, das ist noch nicht so lange. Dann können wir noch mal ein bisschen spielen. Ha, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay? So, nach dieser wunderbaren HD-Cutscene geht's dann jetzt auch gleich los. Never before have you seen a natural darkness like this one. It almost looks unnatural to you. Your title, Vault Dweller. Okay, sofern ich mich erinnere, wie gesagt, ich hab's auf meinem Hauptstream schon mal gespielt, ist die rechte Maustaste dein Freund in diesem Spiel. Sodass ich hier mal gerade diese Leiche mir angucken kann. Wenn ich jetzt wüsste, wie. Achso, einfach klicken. So. Ja, da finde ich ein Messer. Und Dingsbums. Patron. Habe ich eine Knarre? Ich habe eine Knarre. Sehr gut. Ich glaube, ich kann hier in mein Inventar gehen, richtig. Und dann kann ich hier die Sachen ausrüsten. Ja. So. Musste ich die noch durchladen? Ich glaube, eher nicht, oder? Jetzt habe ich natürlich Combat angeschaltet, das wollte ich nicht. Wie mache ich das nochmal aus? Achso, End Combat, so. Genau. Ja, wir sind hier in einer Höhle und müssen da raus. Ich glaube, der Ausgang ist hier unten, ne? Genau. So. Auf dem Weg dahin kommen uns diese Ratten hier entgegen, die ich jetzt erstmal versuchen werde, mit dem Messer kalt zu machen, damit ich nicht so viel Munition verschwende. Zack. Red was hit for one
Hit Point. Zack. One Hit Point. Three more Action Points needed. Zack. So, ich möchte mal gerade das mit dem Getargeteten machen, damit ich da mal wieder reinkomme. Wie war denn das noch? Nee, das... Ah, so ging das. Genau. Und dann auf die Ratte. So, und jetzt kann ich auf den, zum Beispiel auf den Kopf zielen, da, was mir Schaden macht, aber ich habe eine 35%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Ich probiere es aber einfach trotzdem mal. Zack. Ha, ein Hitpoint. Seht ihr, wie ich das mache? Zack, daneben. Guck. Ich wurde für 4 Hitpoints getroffen. Nochmal am Kopf. Zack. Und jetzt mal auf den Körper, da habe ich 54%. Trotzdem dann eben scheiße. Nochmal am Körper. Zack. Ja, das bringt jetzt natürlich beim Messer nicht ganz so viel. Thrust. Achso, Thrust geht auch. Ich kann also auch zustechen. Aha. Zack, da zerfliegt das Ding. Aber wie nichts Gutes. So, jetzt kann ich die mal mir angucken. Da ist aber nichts drauf. Dann gehen wir einfach weiter. Da unten ist die nächste. Okay, achso, jetzt hat er Combat ausgeschaltet, alles klar. So, falls ihr es gerade nicht mitbekommen habt, Combat funktioniert folgendermaßen. Und zwar habe ich hier unten eine Reihe von Action Points. Und jede Aktion, die ich mache, kostet bestimmte Action Points. Und wenn meine Action Points ausgelaufen sind, dann ist der Gegner dran mit seinem Zug. Ist also quasi so semi Turn-based, würde ich mal sagen. So, wir thrusten einfach nochmal auf die Scheißratte drauf. Na, jetzt hau auch mal drauf. So, zack, geht doch. Ich möchte einfach mal den ungetargeteten Thrust jetzt machen. Zack. Na. Drei Action Points. Ich brauche noch 3 Action Points. Habe ich nicht. End of turn. Ich weiß gar nicht, was mehr Treffer... Genauigkeit hat, wenn ich das targete oder wenn ich das nicht targete. Ah, 54%, also habe ich es wohl. Ist es wohl egal. Okay, da zerfliegt das Vieh auch schon wieder. 5 Hitpoints, yeah. So. Combat, Ende. So. Mal die Ratte angucken. Nix. Gut, weiter. Da ist schon wieder eine hier unten. Der Hund. Und drauf. Und drauf. Ach, daneben, du Kacknoob. End of turn. Sie macht nix. Zack. Na. End of turn. Au. Ich wurde für 5 Hitpoints getroffen. Na. Komm schon. Ach, Mensch. Nochmal 5 Hitpoints. Zack. Verdammt. Oh, ich habe nur noch 7 HP. Das ist natürlich geil. Zack. Kaputt. End of combat. So, jetzt sollte ich mal gucken, dass ich mich geheilt kriege. Wie ging denn das nochmal? Ich glaube, dafür brauche ich hier mal... Was ist das? Stealth Boy, okay. Was ist das? Water Flask, Flare, Stimpak. Stimpak brauche ich, glaube ich, ne, dafür. Konnte ich mich nicht auch irgendwie mit meinen Skills selber heilen? First Aid. You fail to heal anything. Geil. Gehen wir nochmal. You fail to heal anything. Wie war denn das? Wie oft konnte ich das machen? Irgendwie dreimal in 24 Stunden oder so? Ha, 5 Hitpoints geheilt. Sehr gut. Kurz einen Schluck trinken. Dann probieren wir es nochmal. Fail to heal anything. Wie war denn das mit Doktor noch? Was macht er denn Doktor? Na, nochmal. Klick. Schlupp, schlupp, schlupp. Fail to heal anything.
Also ich bin nicht wirklich gut im Heilen, ne? Nein? Nein? Ha, 5 Hitpoints geheilt. Guck dir das an. Und nochmal 4 Hitpoints geheilt. So, damit habe ich 21. Das sollte erstmal wieder reichen. Denke ich mal. Hier gehen wir nicht rein, da gehen wir nicht rein. Ich renne jetzt einfach mal durch. Da ist nämlich schon wieder eine Ratte, muss ich erstmal wieder kämpfen. So. Die kommt an. Und ich thruste einfach mal drauf auf das Tier. Die macht aber nichts. Nochmal. Ha! Nochmal. Ha! Yeah. Geht nicht mehr weiter. So. Was ist dieses AC hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Armor Class oder so? Ich habe gemisst. So. Ach, jetzt trefft das Scheißding nochmal. Mensch. Kefret hat auch verfehlt. Ha. Guck, nicht nur ich bin scheiße. Der Body. Bam. Und da geht das Ding kaputt. Nix auf der Ratte drauf. So, dann gehen wir raus. Achso, ja, Combat habe ich vergessen auszumachen. Ist egal. Macht er von selber. To the west, you can see a natural light. For the first time in your life, you're looking at the outside world. Ha ha ha. Na? Ha ha ha. So. Ich muss zu Volt 15. Der ist... Achso, der ist rechts. Ja, macht. Der läuft jetzt auch schon. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Tam, tam, tam. Was haben wir da? Ist egal. So. Ich bin tatsächlich bei Volt 15 angekommen. Ohne dass was passiert. Gut. Oh, was haben wir denn da? You see Red Scorpion. Oh, scheiße. Ich glaube, jetzt sollte ich mal den Dingens nehmen. Schwupp. Der hat Single. Und hatte der noch was anderes? Nee, hat er nicht. Okay. So. Mal gucken, wo wir den targeten können. Carapace 62, Kopf 22. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ja, ich schieße einfach mal auf den Carapace. Oder Brain 32. Das könnte auch ganz geil sein, ne? Komm, zocken wir mal. Daneben. Wie immer. So, macht der Red Scorpion irgendwas? Nö. Gut. Schießen wir nochmal aufs Brain. Einmal können wir noch. Bam. Daneben natürlich. Red Scorpion kommt näher. Shit. Dann kann ich jetzt ja auch den nehmen. Sollte ich das swingen oder thrusten? Ich weiß es nicht. Der gute Leader Jan wird mir wahrscheinlich wieder sagen, also der mag Fallout ziemlich gerne. Er wird mir wahrscheinlich sagen, was das Beste ist, dann weiß ich das ab der nächsten Folge. Aber für jetzt werde ich einfach mal targeted thrusten mit 44% aufs Brain oder mit fast 60% auf den Carapace. Ich glaube, ich glaube, es heißt Go Big or Go Home hier, weil wenn der mich einmal trifft, dann bin ich, glaube ich, tot oder so. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Zack, haben wir getroffen. A Red Scorpion was critically hit in the brain for 4 hit points. If it were human, you would swear it's pretty pissed off. So, nochmal ins Brain. Daneben. Ich wurde für 3 hit points getroffen und wurde gepoisoned. Das ist natürlich geil. Jetzt komm her. Ach. Aua. So,
Jetzt mal Carapace für fast 60. Zack. Und nochmal Carapace. Daneben. Ich wurde für... Ich bin umgefallen. Okay. Ich glaube, ich muss mal mein Stimpack nehmen. So. Das ist jetzt scheiße, da brauche ich 2 AP für. Wenn er mich jetzt trifft, bin ich wahrscheinlich tot. Mal gucken. Ja. So viel dazu. Your bones are scraped clean by the desolate wind. Your vault will now surely die, as you have. Ja, was ne Scheiße, was? So viel zu Fallout 1, liebe Damen und Herren. Ja, das passiert. Das kann schon mal passieren. Das Blöde ist, ich habe jetzt nicht gespeichert. Das heißt, ich werde demnächst nochmal von vorne anfangen müssen. Aber das trifft sich ganz gut, weil ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde dran, glaube ich. Das heißt, ich kann jetzt hier schön einen Schnitt machen und demnächst mache ich dann nochmal von vorne. Fangen wir nochmal in Vault 13 oder was das ist an. Und arbeiten uns nochmal zu Vault 15 durch und hoffentlich kriegen wir dann den Skorpion kaputt. Dann werde ich auch mal ein bisschen mehr speichern. Gut, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.